Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verachten, dir getreulich nachzujagen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns harte gehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals überlasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Kümmert fremder Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so gib Geduld zu beiden. Richte unseren Sinn auf dein Kommen hin. Ja, liebe Zuhörer, wir wollen Ihnen sagen, was der Mensch hier alles erkennen kann. Es ist reine Gnade, weil der Mensch, der kann die Dinge nicht von sich selber. Freies Denken, ja, das ist den Menschen überlassen, aber schon in welchem Land, dass der Mensch aufwächst, wir sind hier in Dreiländereck, Deutschland, Deutschland, Schweiz und Österreich, ja, niemand hat sich das selber ausgesucht, wo aufgewachsen ist, und manches trennt vielleicht nur ein paar Kilometer. Das heißt, kann man sich da was einbilden, so sagen, ich bin Schweizer, ich bin Österreicher oder ich bin Deutscher oder ich bin Franke? Nein. Aber worüber, dass wir uns freuen können, dass Gottes Wort unvergänglich ist. Der Mensch, der sucht Halt und Orientierung. Und diesen Halt und diesen Orientierung gibt es nur bei Gott, in Gottes Wort, weil er eben spricht, gestern, heute und der Gleiche, auch in alle Ewigkeiten. Und es ist das erste Lied, wo ich auch mit dieser Hüttenflöte spiele. Ich habe ein halbes Jahr in Griechenland gewohnt und es war sehr stressig. Aber wenn ich Ruhezeiten gehabt habe und ich war in der Stadt unterwegs, dann hat mir dieses Musikinstrument so viel Freude bereitet. Und ja, ich spiele es eigentlich nicht vor Menschen, sondern ich spiele es, um mich beim Herrn zu bedanken, dass er mir das Leben geschenkt hat, weil ich habe ja mein Leben nicht selber verdient. Aber das ist der Grund, warum dass ich hier bin, zu sagen, wie wunderbar ist diese Schöpfung, dieser Bodensee, das hat ja der Mensch nicht gemacht, sondern alles hat Gott erschaffen. Und wenn der Mensch erkennen kann, wie wunderbar sind deine Werke, dann hat der Mensch einen reichen Schatz. Und ich habe noch ein Heft mitgebracht, die Schatztruhe von Himmel. Da kann der Mensch schon mal erkennen, die Schätze, die sind bei Gott. Da hat einer, ein Deutscher, die sind nach Libanon ausgewandert, mit den Siedler, hatten die den Herrn Jesus Christus in Israel erwartet und sind dann ausgewandert. Und genau dieser Bruder Wassermann ist eben arabisch aufgewachsen, spricht arabisch. Und ich denke, seine Vorfahren haben das ausgearbeitet, lauter Bibelverse. Und das soll ja unser Schatz sein, die biblischen, die Gottesworte, die nie vergehen, weil Himmel und Erde werden vergehen und Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Drum lese ich Ihnen von dieser Schatztruhe von Himmel vor, aus dieser himmlischen Schatztruhe, steht unter Punkt 2, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und es ja, wünsche ich mir jeden Tag selber, dass Gottes Worte ein Licht, ein Schutz sind auf meinen Weg, dass ich den sicher durchgehen kann. Ich bin auch öfter nachts unterwegs, aber wenn ich die Lampe einschalte, dann wird die Nacht zum Tag. Und das wünsche ich Ihnen, wenn der Herr Jesus Christus Ihnen vorangeht, dass Sie sagen können, der Jesus Christus ist das Licht der Welt, Sie gehen nicht mehr der Dunkelheit. Genau, vielleicht warten Sie kurz noch, ich würde Ihnen auch ein Geschenk noch mitgeben. Und das ist das Schöne, dass Gott uns beschenken möchte und dass wir sagen können, der Herr ist unser Licht. Auch wenn wir nachts unterwegs sind, möchte der Herr unser Licht sein. Er möchte uns Orientierung geben auf unsere Wege. Wie wunderbar sind Gottes Worte. Und es wünschen wir Ihnen, dass Sie immer mehr erkennen können. Es sind lauter Schätze, die Gott uns anbietet. Er nimmt uns nichts weg, außer die Sündenschuld. Aber was er uns gibt, es ist kostbarer wie jedes Materielle. Und es wünschen wir Ihnen, dass Sie sich durch Gottes Wort, durch die Schatztruhe Gottes beschenken lassen, die keinen Verfallsdatum hat, wird unvergänglich sein. Gottes Segen Ihnen. Amen. Shalom.